In einer Welt, in der sich Mensch und Technologie immer enger verflechten, kann es schon mal passieren, dass wir Menschen unsere ursprünglichen Wurzeln aus den Augen verlieren. Bevor sich bei uns Primaten nämlich der sogenannte opponierbare Daumen entwickelt hat, der entgegengesetzt zu den anderen Fingern ist, war der Daumen nur ein weiterer Finger und Hände waren keine Greifer, sondern eher Haken, mit denen man sich nur von Ast zu Ast hangeln konnte. Erst diese Entwicklung ermöglichte es den Menschen, Stöcke, Äxte, Schwerter, Hämmer und natürlich Handys zu bedienen. So ein Daumen ist schon eine krasse Sache. Wie wäre das also, einfach zwei davon an einer Hand zu haben? Das würde dann nicht nur schön symmetrisch aussehen, sondern vielleicht auch die Art ändern, wie wir mit der Umgebung interagieren. Instrumente spielen, Elektronik bedienen, Rätsel lösen. Die Inspiration für dieses Video habe ich aus diesem Beitrag von Danny Cloud, aus dem auch diese Beispiele von gerade eben stammen. In diesem Video, da sieht jeder einfach so glücklich aus mit seinem extra Daumen und so glücklich will ich auch sein. Aber vor allem will ich herausfinden, wie es ist, einfach zwei Daumen an einer Hand zu haben, was das mit meinem Kopf anstellt und ob das wirklich so life-changing ist, wie es in diesem Beitrag aussieht. Also brauche ich mir jetzt auch so einen dritten Daumen. Dieses Video wird unterstützt vom Google Pixel 7 Pro. Mehr dazu später. Erstmal muss ich verstehen, wie der extra Daumen überhaupt funktioniert. Und das sieht hier aus wie einfach ein weicher Kunststoffdaumen, durch den also ein Stahlseil dünnes durchgefädelt wurde. Das Stahlseil ist wiederum auf dem Motor aufgewickelt und wenn sich das Seil zusammenzieht, dann bewegt sich der Daumen durch diese Keile da so nach innen und greift quasi. Danny oder Danny Cloud, die diesen Daumen hier gemacht hat, benutzt im Schuh so einen Knopf, um das Greifen auszulösen. Finde ich aber ein bisschen unelegant. Zuerst wollte ich das also über Muskel- oder Gehirnströme machen. Dann ist mir aber aufgefallen, dass ich die Schule ja für meinen YouTube-Kanal abgebrochen habe, noch bevor ich 100 Abonnenten hatte. Ich deshalb noch nie eine Uni von innen gesehen habe und deswegen auch keine Muskel- oder Gehirnströme habe. Aber da hatte ich auch schon den nächsten Einfall. Das Ganze wird ja eh mit so einem Gummiband hier gehalten. Also kann man auch einfach ein kleines Zugmessgerät aus einer Waage einbauen, das automatisch misst, wie viel Spannung da drauf ist. Wenn man jetzt den echten Daumen nach innen bewegt, lässt die Spannung nach. Und wenn man den wieder nach außen bewegt, dann nimmt sie halt wieder zu. Diese Information liest dieses kleine Teil hier gerade aus und die kann man später einfach 1:1 auf diesen anderen Daumen übertragen. Und wenn man dann doch mal nur den extra Daumen bewegen will, reicht es, wenn man den richtigen Daumen nach innen zieht. Und das funktioniert auch, weil die Spannung dann auch nachlässt. Wie genau der Daumen dann motorisiert wird, das klären wir später. Davor brauchen wir erstmal ein 3D-Modell von der Hand als Referenz, um das alles zu konstruieren. Und wir nehmen natürlich nicht irgendeine Hand, sondern meine. Drum scanne ich die jetzt einfach mit Photogrammetry. Dafür nimmt man ganz viel hochauflösende Bilder, die ich jetzt hier mit dem Google Pixel mache. Und zwar von jedem erdenklichen Winkel. Alter, da war mal voll das heftige Focus-Tracking. So, von der Hand sind jetzt genug Bilder. Das nutze ich gleich als grobe Referenz. Den Daumen allerdings, den hätte ich gern 1:1 genauso, wie er halt wirklich ist, mit allen Details. Deswegen gehe ich da jetzt noch näher ran. Und wenn ich jetzt hier nah rangehe, erkennt das automatisch, dass ich in den Makromodus gehen will. Und ich kann ja so nah an meinen Daumen rangehen, dass man hier Details sieht, die man überhaupt nicht sehen will. Ich habe jetzt so einen kleinen Elektromotor. Das ist einfach komplett insane, weil er ist einfach wirklich winzig. Dieses Bauteil hier zum Beispiel, den meine Kamera einfach nicht scharf stellen will, habe ich gerade hier mal fotografiert. Und man kann die Zahl mit bloßem Auge kaum lesen, aber ja, also ich glaube, das kann man gut lesen. Dann noch ein paar von weiter weg. Und daraus mache ich jetzt 3D-Modelle. Die Software am Computer errechnet daraus dann eine Wolke aus einzelnen dreidimensionalen Punkten, aus denen dann mit etwas Nachbearbeitung ein sehr feines 3D-Modell entsteht. Hat recht lang gedauert, ist aber echt geil geworden. Und auch wenn ihr euch das wahrscheinlich nicht vorstellen könnt, sieht das mit Textur und realistischem Licht sogar noch gruseliger aus. Selbes Spiel dann mit der Hand, nur nicht ganz so detailliert, aber es ist mindestens genauso gruselig, seine eigene Hand im Computer zu sehen. Hier kann ich meine Hand jetzt genau vermessen. Außerdem kann ich schon mal den Daumen und die Hand zusammenbringen, um zu schauen, was genau die richtige Positionierung ist. Aber was daran so richtig nützlich ist, ist, dass ich die Halterung für den Daumen genau um meine persönliche Handform drum konstruieren kann. Ich habe dafür jetzt hier auf drei verschiedenen Ebenen grob die Form von meiner Hand nachgezeichnet und verbinde die jetzt zu so einer Schale. Dann noch ein bisschen abschrägen und abrunden. Super geschwungene Form, aber dadurch passt es halt genau an die Hand und sowas hättest du halt niemals irgendwie manuell ausmessen können. Aber um zu schauen, ob das jetzt wirklich passt, drucken wir es erstmal im 3D-Drucker. Hier ist es jetzt, sieht mega geil aus. Voll die organische Form, gefällt mir sehr gut. Der 3D-Druck ist auch richtig gut geworden. Nur wenn man ultra nah rangeht, sieht man die einzelnen Unebenheiten der Druckschichten. Aber mit bloßem Auge sieht man das nicht. Sieht echt 10 von 10 aus. Und passt es? Es passt auch wie angegossen. Es hat jetzt genau die Form von meiner Hand, aber dadurch fällt es halt runter. Es muss ein bisschen enger sitzen, damit es fest ist. Aber abgesehen davon ist die Passung hier echt super. Ist, glaube ich, auch echt ziemlich bequem dann. Ich habe auch sogar noch eine Idee, wie ich sogar den Prototypen noch ein bisschen enger kriege. Einmal ein bisschen heiße Luft.
Schon lässt sich das gut verbiegen und schon hält's. Fehlt noch der eigentliche Daumen. Dafür überarbeite ich die Halterung zuerst nochmal so, damit später der Daumen auch dran befestigt werden kann und füge einen kleinen Kanal hinzu, in dem die Schnur unsichtbar geführt wird. Den eingescannten Daumen jetzt ordentlich zu bearbeiten ist etwas schwierig, weil er so komplex ist. Also konstruiere ich erst die Teile, die nicht am Daumen sein sollen. Zuerst die keilförmigen Aussparungen, damit der Daumen einknicken kann, und mehrere Löcher am äußeren Ende, wo später die Schnur durchgefädelt wird, mit der Daumen gebeugt wird. Dieser Negativabdruck, wenn man so will, sieht jetzt so aus. Und genau diesen Teil schneide ich jetzt aus dem komplexen Daumenmodell heraus. Übrig bleibt dann das hier, ein super detaillierter Daumen mit exakt bemaßten Einlassungen, bereit für den 3D-Drucker. Alter, das sieht so falsch aus einfach. Und es fühlt sich auch immer falsch an. Also es fühlt sich, das ist halt quasi Gummi. Und das fühlt sich halt einfach an wie ein Daumen. Und das ist jetzt auch eine genaue, exakte Kopie von meinem Daumen. Es ist super gruselig. Die Tatsache, dass es durchsichtig ist, macht das Ganze einfach noch krasser. Riecht ein bisschen komisch. Ja, es sieht auf jeden Fall falsch aus, aber ich finde es super faszinierend. Das ist echt cool geworden. Gleichzeitig sind auch noch ganz viele andere Drucke hier fertig geworden, aber da kommen wir gleich später dazu. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf diesen Zugmechanismus. Und dafür muss ich jetzt diese Schnur hier einmal in den Daumen reinfädeln und dann ziehe ich das mal durch. Yo! Maximal gruselig. Da oben kommt jetzt noch so ein kleiner Silikonschlauch drauf, der elektrisch leitend ist, damit man später eben auch Touchscreens bedienen kann, weil die funktionieren ja so, dass sie so eine kleine elektrische Ladung aufnehmen. Und diese Schnur, die jetzt quasi hier in den Daumen steckt, die kommt jetzt auch hier in diese Halterung rein. Das ist richtig geil, weil jetzt kann man diese Schnur hier entlang ziehen und man sieht überhaupt nicht, wo die ist. Und wenn ich jetzt hier dran ziehe, bewegt sich der Daumen. Und er geht sogar wieder nach oben. Ja, das heißt, er ist straff genug. Das war noch wichtig. Geil. Alter. Yo. Let's go. Krankes Teil. Wirklich sehr krasses Teil. Ey, das ist so lustig. Es ist auch ein bisschen gruselig. Also ziemlich gruselig sogar. So, jetzt will man natürlich nicht immer hier anziehen. Deswegen verbaue ich jetzt direkt mal den Sensor. Den schraube ich jetzt hier mal von innen dran. Ich finde ehrlich gesagt echt, dass das immer mehr aussieht wie so Cyborg-Zeug. Jetzt hier schon ein Kabel dran. Fehlt noch das Gummiband. Cool, wie das jetzt langsam aber sicher einen schönen Halt hat und nicht immer so rumwackelt. So, der extra Halt kommt jetzt noch mal so ein Band dahin. Das fädel ich ja auch wieder so durch. Und der Sensor, der muss natürlich jetzt auch irgendwas steuern. Und dafür habe ich hier noch das Ding gebastelt. Das ist eine Halterung für so einen Motor. Alter, das sieht so verrückt aus, das ist richtig krank. Und der Motor soll jetzt quasi dieses Drahtseil hier aufwickeln. Ich habe hier noch so verschiedene Größe Seilwinden. Räder gebaut. Der Motor hat hier vorne dran so ein Gewinde und aber auch so ein Zahnrad. Dann mache ich hier am Pixel kurz 5-fach Zoom und gehe hier rüber zum Lötkolben und mache dieses Zahnrad jetzt einmal richtig schön heiß. Jetzt drücke ich das Teil hier quasi drauf, schraube es rein und das ziehe ich jetzt da hoffentlich dran und durch die Hitze schmilzt es da jetzt rein und durch die Hitze hat es jetzt eben hier nicht nur eine Schraube, sondern ist hier auch richtig schön reingeschmolzen. Ins Zahnrad. Wie ihr gerade wahrscheinlich schon gemerkt habt, filme ich die letzten 1 bis 2 Minuten schon mit dem Google Pixel 7 Pro anstatt mit meinem normalen Kamerasetup, das mehrere tausend Euro kostet, und hätte ich es nicht aufgeklärt, wäre es euch wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Ziemlich krass, was moderne Technik kann, 4K, 60 FPS und natürlich auch Weitwinkel, also muss ich gerade keinen nervigen Objektivwechsel machen wie sonst immer. Wir sind jetzt kurz davor, dass sich der Daumen hier motorisiert bewegen kann, davor muss ich den hier allerdings am Computer erstmal programmieren. Das ist wieder die Gerätschaft von vorhin, die Pascal zusammengebaut hat. Damit kann ich es jetzt kalibrieren, indem ich einmal den Daumen nach außen mache, dann den Knopf drücke, dann den Daumen ganz nach innen mache und dann nochmal den Knopf drücke. Und jetzt haben wir nicht nur wieder unseren Graph wie vorhin, der gerade hier eingeblendet wird, wenn ich hier meinen Daumen nach oben und unten mache oder halt hier nach innen, sondern, ihr hört es gerade schon, der Schrittmotor dreht sich jetzt auch. Wenn ich jetzt nach innen gehe, dann dreht sich der Motor genauso, wie ich mich bewege.
Es ist schon echt krass, wie gut das hier funktioniert. Und zwar einfach nur, weil hier hinten dieses Teil das alles erkennt. Ich schneide mir das jetzt mal auf den Arm. Jetzt muss ich nur noch irgendwie diese Stahlseil da reingefehlt kriegen. Das Problem ist gerade, dass das Teil hier einfach zu sehr verrutscht. Das muss eigentlich oben bleiben, weil sonst verrutscht das und der Zug vom Seil zieht halt das Teil runter und nicht den Daumen nach innen. Kurze Verbesserungen. Ein bisschen schwierig noch drauf klarzukommen. Yo! Ey, das ist so heftig. Ha! Wild. Einfach wild. Yo, ist das krass. Ein bisschen tricky. Es erlaubt einem jetzt schon Sachen, die man sonst nicht kann. Aber Sachen mit zwei Daumen festhalten und dann drehen mit den Zeigefingern. Wie schlau ist es, damit jetzt ein Messer zu nehmen? Lol. Ja, ich glaube, das braucht nochmal eine Reparatur. Kriege ich das Messer in die Hand? Es ist schon praktisch, dass die Daumen einfach innen sind, weil man sieht einfach beide immer. Man sieht beide Daumen immer, aber der Daumen ist jetzt immer von der Hand verdeckt und ich sehe überhaupt nichts. Das ist so krass. Das ist so eine Tatsache an einem zweiten Daumen pro Hand, die ich einfach niemals berücksichtigt hätte. Vor allem normal hat man so ein Messer ja so in der Hand. Das heißt, das hier müsste ja so sein. Ha! Ja, doch, es geht theoretisch. Bisschen schwieriger allerdings. Man müsste echt meinen, dass es super easy ist, ne? Ja, man muss echt nochmal alles neu lernen, ne? Das ist krass. Oh mein Gott. Ah. Ja. Funktioniert mega gut. Überhaupt nicht umständlich. Überhaupt nicht gruselig. Also das Apfel ist geil. Hm. Also man kriegt auch langsam Gefühl dafür. Das ist so gruselig. Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Ah. So, leg mal weg. Und jetzt der Härtetest. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild für Instagram machen will, kann ich damit ein Handy bedienen. Was ich jetzt probieren will, ist, ob ich damit ein Foto machen kann. Boah. Alter, der schmilzt gerade. Bisschen Luftkühlung. Ich gehe jetzt immer mal davon aus, dass er noch funktioniert. Dann mache ich jetzt hier mal meine Wärmeleittaste drauf. Kennt ihr vielleicht vom Computer? Und zack. Schön Kühlkörper draufgeklebt. Jetzt passiert sowas hoffentlich nicht mehr. Jetzt die Frage, läuft das Teil überhaupt noch? Nein, leider nicht. Das ist schade. Ich wollte eigentlich nur testen, ob das mit diesem leitfähigen Nupsi hier vorne funktioniert hat. Damit ich hier auch quasi Fotos machen kann und generell halt einfach ein Handy bedienen könnte. Let's go. Das funktioniert, das ist total geil, dass diese Spitze hier funktioniert. Zack. Jetzt ist da dieses hässliche Teil da. Ich gehe jetzt mal auf Bearbeiten. Gehe hier rüber zum magischen Radierer. Diesen Apfelrest da. Den wähle ich zum Retuschieren aus. Dieses schwarze Ding da auch noch. Ja, sehr gut. Und schon eigentlich ein Bild vom Apfel. Das Feature ist praktisch, hätte man sonst umständlich am PC ein Bildbearbeitungsprogramm machen müssen. Aber so cool das Teil ist, mir ist jetzt nicht so richtig eingefallen, wofür das mega sinnvoll sein könnte. Müsste man auf jeden Fall noch upgraden. Also erstens, ja, das Ding sollte halt nicht einfach verbrennen, das ist schon mal ein Vorteil. Und dann das Original, das kann sich halt nicht nur so einziehen, sondern auch noch so drehen. Das ist auch, glaube ich, viel praktischer dann noch. Und ich habe am Anfang gesagt, dass ich es unelegant finde, das Ding mit den Füßen zu steuern. Aber ich glaube, dass das trotzdem noch ein bisschen leichter zu steuern ist als das Teil hier. Hat trotzdem Spaß gemacht und war eine extrem wilde Erfahrung. Alle Infos zum Google Pixel 7 Pro findet ihr in der Videobeschreibung und ich bin damit raus.